Moin Leute, heute spielen Mo und ich A Way Out. Seht es uns nach, wenn wir ein bisschen döschig sind. Wir haben nämlich keine Ahnung von dem Spiel. Und ebenso haben wir dieses Spiel im Stream aufgenommen. Das heißt, ihr könnt auch gerne mal vorbeischauen, wenn wir zocken. If only the cell beds were this comfortable. Let's see what they have. Milk. That's good for the bones. Wow, ich hab mir ein Bier genommen. Ja. Nee, du hast Milch genommen. Das war keine Milch. Er hat gesagt, Milch ist gut für die Knochen. Oh, so, Lord. What's cooking over here? Ich habe keine Waffe. Might as well give them a hand with the dishes. Wenn er Schüler abspielen? Okay. Let's see. Do they have anything interesting? Wollen wir gleich zum Truck hochgehen? Ja, ja. This fucking war, man. I can't believe these were actually used in wars. Nimmst du das jetzt mit? Hoffentlich. I knew it. It's only decorative. Ah, schade. Schade, Dekoration noch. Du kannst hier jemanden anrufen, ne? Wo? Im Flur. Hier ist ein Telefon, neben mir. Hallo. Ring, ring, ring. Hi, is this Steve? No? Rob? No? Hey, one large with extra pepperoni, please. Thanks. Du hast nicht gerade wirklich einfach eine Pizza bestellt. Ja. Wo ist der Truck? Das ist die Frage, die wir uns beide stellen. Wegen stehen wir draußen. Hä? Wo bist du? Ich hab den Musikwettbewerb gewonnen mit 81, mein Freund. Ich kann mal werfen. Ringe werfen. Willst du mich herausfordern? Ja. Wo bist du denn? Ich sehe dich da hinten. I rock. Oh, 6 Punkte. Oh, funny. Shit! Like a real farmer. No. Crap! There's no way you're beating that. Okay, mach einen zweiten Versuch. Jackpot. Oh. Shit! I rock. Boom. Like a real farmer. There's no way you're beating that. Und wie zieh ich jetzt? Nix, gar nicht. Ach so, ich muss abschätzen. Ja. Ja, das wird jetzt kurz God dauern. Damn it. Bis ich einen Schwung habe. What a throw. A perfect throw. Yes. Ja, du hast auch zwei Versuche bekommen. Ja, du kriegst auch zwei. Ich will da wohl dieses dumme Spiel gewinnen hier. Wow. Yeah. Viel zu weit. Also der Schöpfloch wie ein Frisbee. Yes. Fuck.
I was born to do this. Kann man nicht so schwer sein? Es kann doch nicht so schwer sein! Mann! Das ist so traurig. Bricht ab! What a throw! Yes. Den aber? Ich bleib bei der Musik. Wo ist der Truck? Oh, Süppeln. Willst du Wasser haben? Wie lange sind wir schon hier? Aber wenn ich weiß, wo der Truck ist? Ja. Falls wir noch einen Wettbewerb finden, steht's 1-1. Warte, ich hab das Wachen ausschalten gewonnen, auch wenn das kein richtiger Wettbewerb war. Die haben mich getellt. Ich glaube, ich habe was gefunden, was trackig aussieht. Vielleicht ist er da drin. Vincent, come over here and help me out. Ah ja, wahrscheinlich ist der wirklich da drin. Brauchte ich ihn? Gas canister. Gleich. I bet it still has some gas. Ich bring dir was mit, keine Ahnung, ob wir es brauchen oder nicht. Wahrscheinlich brauchen wir es. Rum, rum, rum. Gleich darfst du mit dem Truck rum, rum machen. Ich hab die Waffe. Du fährst. Rum, 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 rum. Willst du mit der Schrotflinte vom Truck ausschießen? Funktioniert. Treffer noch nicht. Piece of junk. It's not that bad. What do you mean it's not that bad? Das Ding kann locker mit dem Ferrari mithalten. Hey, it's even missing wheel. Nah, I'm sure there's a spare around here somewhere. I don't know, man. It's not like we have a choice. Sherby's running on foot. Let's fix it up and we'll be out of here in no time. All right, fine. Truck reparieren, okay. Ersatzreifen brauchen wir. I bet we can use this to lift the car. Jetzt bringt uns nichts, wenn wir den Wagen jetzt anheben ohne Reifen. Hey, there's a tire on the other side of the barn. Okay. Ich hab den Reifen gefunden, dafür brauche ich aber dich. Versuchst du gerade den Wagen hochzuheben, ohne dass wir den Reifen haben? Richtig. Das ist nur so stumpf aus von dir unten, von dir oben. Das habe ich weitergemacht. Lass mich ruhig abhängen. Ich würde sagen, jetzt lässt du mich einfach so in der Mitte hängen und gehst. Mo. Thielen. Thielen. Freiheit. Ein Reifen ist gut. Hätte ich nicht einfach runterkicken können, oder ist das schlecht für die Reifen? Okay. Fuck Skip, man. Ja. Willst du den Wagen anheben oder? Ja. Oder vorhin bin der Kraftbot, hebt den Wagen an. Du bist der Techniker, du machst den Reifen drin. Ich hab keine Ahnung, wo ich den Reifen geworfen habe. Wow. Da ist er. Ich konnte nicht weiter anheben. Aber ist dir auch egal, anscheinend. Alright. Now it's attached. We just need to find a lug wrench to fasten it. Das habe ich schon gefunden. We could use this to fasten a new tire. Vorne war noch irgendwas, ne? Ihr habt doch einen Motor drin? Ist da überhaupt ein Motor drin? Die Batterie ist leer. Okay, done. Now we need something to lift up to pick up to remove the support. It's stuck.
guess we need to lift up the car before we're moving this. Ah, du tankst gerade. Jo. Ja, wir müssen... Die Batterie brauchen wir auch noch was? Wir brauchen noch was für die Batterie und wir müssen noch die Stütze entfernen. Achso. Das ist vielleicht eine Idee, wenn du den Wagen anhebst. Great. The car has four wheels now. That's a good start. Kann man eine Batterie durch Anschieben hinkriegen? Ja. Ich habe keinen Führerschein, ich frag nur. Oder wir schieben den jetzt irgendwo hin, wo wir den ankriegen? Wir schieben den jetzt einfach in die Scheune rein. What happened? Did you let go? I don't let go. Did you let go? Whatever. Let's go get it. Doch, der rammelt jetzt voll in die Ding ran. Du hast sowas von losgelassen, sei ehrlich. Ich dachte eigentlich, du hockst dich jetzt rein und gibst Gas? Dachte ich auch. Nee, du musst die keine Gas geben, du musst den Schlüssel bewegen und Zündung geben. Oh, ich might as well help them out. Jumper cables. Ah. Perfect. Ja, wir rollen ihn genau dahin, wo die Jumper cables sind. Ja. Was für ein Zufall. Das kriegst du, ne? Ich helfe dem Pärchen noch. Ich meine, wir haben ganz schön viel Chaos angerichtet, haben Klamotten geklaut. Willst du nur wieder irgendeinen Wettbewerb hier gewinnen mit deinem Holzspalter-Action? Leider gibt's keinen Countdown dafür. Ja. Tom? Warte, das Holz noch. Na, warte, das Holz noch. Und das auch noch, bis der Haufen leer ist, der respawns. Ja. So habe ich ja auch noch niemand ins Lenker gehalten. Ja, I told you so. You did, but still, I was in doubt. Sometimes you just gotta have a little faith in things, Leo. Wird eigentlich die Handbremse ausgemacht? Ja. Das ist eine andere Geschichte. Let's get out of here. Ja? Und wenn ich den aufbock? Oh Gott. No, I don't know. It was a while ago. We need your help now, officer. Okay, hurry up. Oh, die haben uns gesehen. Die wissen, was hier mit dem Haus war, weil wir haben doch Razzamba gemacht. Are the police on their way yet? Yes, they'll be here any minute. Okay, I'll go take care of them. No, just stay here. Ach, du hast Betsy mitgenommen, ne? Just wait here. I'll be fine. Ja. Filthy scum! Oh, shit! Dir nicht schauen. You're gonna pay for this! Erschießen bitte nicht. Let's go! Yeah. You got it! Come on! Come on! Yeah. Come on! Go, 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 go! Auf was schießt er? Und? Aus dem Winkel. Ja. Ey, so ein alter seniler Mann, natürlich trifft er nicht. Hätte er nicht geschrien, hätte er uns vielleicht getroffen. Ja, eventuell. Aber wir sind bei den Amis, die schreien erst und dann schießen sie. Ja. Oder sie machen beides gleichzeitig. Das ist auch eine Methode. Ist der Herr Gardena noch da? Gardena ist noch da. Also. Außer weiß ich nicht, ob Herr oder Frau, keine Ahnung. Ja, und. Also, ja. Uns wird zugehört. Also. Ich hab nur gebracht. Oh nein, lass mich bitte nicht fahren. Er lässt mich fahren. Ich war doch schon hinten drauf gesessen. Oh Gott! Oder vielleicht ist das sogar die beste Reihenfolge. Ich habe nämlich überhaupt keinen Aim. Wenn ich Resident Evil mit dem Motorrad von der Zombieherde abhauen konnte, kann ich hier auch lang fahren. Schön nervige Gruppe. Das ist runtergebracht. Ich hab den Wagen wirklich nicht gesehen. Hast du keinen Führerschein? Ohne Führerschein fahren? Oh Gott!
What the fuck? Jetzt bin gerade da vorbeigeschafft. Au. Kannst du dich mal um die Leute kümmern? Ja. Die Krampe hat mich gerammt. Fahren wir mal hier lang, keine Ahnung, ich habe eine Gabelung. Alter. Ich kann die mal offen, mich zu schubsen, danke. Ich kann die aber auch leider nicht vorher abschießen. Wie viele Schrotkugeln hast du eigentlich in Betsy? Unendlich. Oh ja, ich hab dich gerade gerade nicht treffen. Ich habe keine Ahnung. Ich fahre hier nur. Was hat du? Oh Gott, you came back there. What do you think? You like an idiot. Ich habe auch meine Probleme. Hier wollen wir jetzt auf ihn. Jetzt schwimmen wir. Und du hast die Schrotflinte. Mach was. Keine mehr. Was sind das alles eigentlich für schlechte Schützen? Immer so. Schieb, schieb, schieb und du bist schon lange drinne. Sehr sozial von dir. Hey, hey, ich hab in einem krassen Gewicht gegen das Boot geschwommen. Dann hätte das Boot aber kaputt gehen müssen. Durchbrechen einfach. Als ob die uns in dem scheiß Boot in sich bekommen. Hä? Maximalgeschwindigkeit hier. Ja. Kann man auch kein bisschen mit dem Auto neben dran fahren. Weißt ja schon, wo die uns gerade verfolgt haben. Oh nein. Warum muss... Oh nein. Aber ich fand schön, dass wir es beide gleichzeitig doppelt gemacht haben. Aber... Bleib du auf einer Seite, ich bleib auf der anderen, ist glaube ich das Beste. Oh, wir haben sogar eine Haltbarkeit auf dem Boot. Klar, hast du es nicht gesehen? Sehr lustig. Aber ich really saw something though. Probably a fish. Yeah, whatever. A fish. Probably salmon. You know what? It could have been a crocodile. Seriously? I don't like crocodiles. Lass mich mal kurz. Well, watch out. Ja. Hey Vincent. Yeah. You think there aren't any bears in these woods? Probably bears in these waters, Leo. Nicht nein, 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 nein. Ach, funktioniert doch alles hier. Was hast du denn? Looks like our peaceful boat ride is over. Some rough streams ahead. Guck mal, wir streifen hier gar nichts. Noch nicht. Gleich kommt da ein richtiger Felsen, Alter. Da werden wir richtig gegen brannten.
Du musst wissen, ich war in meinem früheren Leben Pirat. Ich gehe wieder auf deine Seite. Ach, du musst Vertrauen haben in das Boot. Ja. Oh, Boot! Oh. Ich dachte, wir schaffen das ohne Damage. Haben wir aber nicht geschafft, wir haben ein bisschen geballert, oder? Ja, wir sind ganz leicht rangekommen. Schade, wir kriegen wahrscheinlich keine Tiefen dann. Wollte ich eigentlich haben. Jetzt weiß ich, warum wir das Spiel mehrmals durchspielen müssen. Scheiß Boot durchzukommen. Du kriegst ja sowieso keine Trophäe. Ja. Aber du willst die Trophäe haben. Dann kannst du ja mit Tim nochmal spielen. Oder mit Lukas oder mit Paul oder. Mit Paul? Er kann sich ja Lukas in der Playstation setzen. Also. Oder mit meiner Mutti. Oh nein! Oh, bam. Bam. Ne, jetzt gibt's auf jeden Fall kein Achievement mehr. Ne. Das war aber echt gerade eine krasse Kurve. Ist das ein Wasserfall? Ja, ne? Ja. Nee, okay. Nee. Zwischendurch sieht es ja wirklich gut aus. Sieht scheiße aus. Ein bisschen. Okay. es sieht so dumm aus, wenn wir es gleichzeitig machen. Wo ist hier ein Wasserfall? Weiß ich nicht. Da anscheinend? Nee. Es ist keiner. Nee. Einfach kein Wasserfall mehr. Da hinten ist einfach der Mond eiskalt. Oh, oh Gott. Machen wir das jetzt? So. Schlechte Idee. Oh, ja, super. Super Idee. Das hat ein bisschen Damage gemacht. Und da ballern wir auch gleich gegen. Alter, wie wollen wir da durchkommen? Paddeln auf. Oh, nein. Doch. Alter, das war's auch knapp. Oh Gott. Durch den Tunnel? Nein. Da war die Cutscene, alles gut. Das war's für den Bus. Ich fahr weiter. Vincent! Ja, I'm coming! Alright! Zum Glück passt das Boot nicht durch. Zum Glück sind wir nicht gegen so viele Wände gefahren, dass wir. Du hast Lust gehabt? Ich hab nicht losgelassen. Also. Warum soll ich loslassen? Das wird dumm. Alles beabsicht. Ne, weil du auf einmal runtergefallen bist. Ich dachte eigentlich, dass du losgelassen hast. Ne. Ich hab für ganz meine R2-Taste gehalten. Immer diese epischen Zeitlupen, die so komplett unnötig sind. So episch warst du doch nicht, ne? Ich springe 2 okay? Meter! Okay. Gleich ist eine gefährliche okay. Situation, aber trotzdem. Man kann auch übertreiben. Natürlich, der Hund war geil. Warum klar? Na, wir sind draußen, ne? Ohne Bullen? Ja. So. What happens now? Look, I know what you're thinking, but going after Harvey won't be easy. I know, but I'm going after him, with or without you. You want to end up dead? I want him gone. He's a cold-blooded killer. The world's gonna be a better place without him. You never told me, Leo. What is your story with Harvey? Before I got busted,
Me and Harvey made a huge score. Bank job? No. You ever heard of a Black Orlov? Are you serious? The diamond? How the hell did you pull that off? A lot of planning and a bit of luck. So what happened? Everything was going our way. We even had a buyer. But that greedy fuck had other plans. Hi. Welcome to Chili's. Ich wusste, dass das kommt. It's all there. Count it. Ich wette, er hat einfach auf dich geschossen oder so. Looks about right. Du hast überhaupt nicht nachgezählt. Of course it is. You can always trust me. No, I'm not trusting nobody, my friend. Oder er haut einfach mit dem Geld ohne dich ab. Here you go. What do you think? It's heavier than I thought. It is. Pleasure doing business with you guys. You too. Give me the case! What the fuck are you doing? Give me the fucking case, Leo! Hand it over, now! It's nothing personal, it's just business. Give me the briefcase. Wow. Next thing I know, I'm surrounded by cops. That's rough. I'm sorry. Oh, trust me. He's the one who's gonna be sorry. I'm making things right. For me. And for my family. So you know where Harvey is right now? No. I know one of his guys, Ray. He'll know for sure. So? What are we waiting for? Let's go after him. You really want to take Harvey down, huh? Like I said, with or without you, I'm going after him. Okay. All right. Where can we find this Ray guy? Don't worry, he's gonna be easy to find. But I need to make sure my family's safe first. Of course. Let's go. Ist das ein... Ja, stimmt, ist deine Frau. Mom? What is it, honey? What's wrong? Alex? Oh mein Gott. Boom, bitch, get out of my way. Mit den Jungen muss das mal wieder klarkommen. Ich mach eigentlich einen Helikopter. Can I ask you something personal? Bestimmt zu Hawaii fliegen oder so? Yeah, sure. How do you and your wife manage to stay together in this line of work? We've always been together.
You know, she knows me better than I know myself. I was 12 when we met at the orphanage. Orphanage? You could say that my parents didn't do their job. I'm sorry to hear that. Don't be. I barely remember them. Besides, I was fortunate enough to have Linda. She was crazy. You know, we used to run away together. Steal ice cream, cigarettes, shit. It's always been us against the world. Still is. No matter what. Krass, that's just how it is. Du hast fucking Eis früher geklaut. Sounds great.